Jeweils einmal im Monat ladet der Seniorenrat erst Pfäffigen zum öffentlichen Seniorentreff. Bei der 133. Ausgabe referiert der Paul Steffen, Präventionsbeauftragter der Polizei Basel-Landschaft, im Kesselisaal vom Gasthof Möhli zum Thema Sicherheit im Alter, Sicherheit im Alltag. Aus unserer Erfahrung geht es bei den älteren Leuten insbesondere darum, dass sie nicht vertrauensselig sind, dass sie ein bisschen misstrauisch sind gegenüber dem Menschen, der sie auf der Straße anspricht. Sei es darum, dass man ihnen etwas verkaufen will, oder wenn es darum geht, dass sie gefragt werden, ob sie Geld wechseln können. Einfach, dass sie die Herrschaft behalten über ihr Portemonnaie und über ihr Handeln. Das ist an und für sich wichtig von uns aus gesehen. Welches sind die gängigsten Delikte gegenüber älteren Personen? Da haben wir eigentlich die ganze Palette. Das fängt an beim Einbruchdiebstahl, ganz einfach in die Wohnung oder ins Zimmer. Es geht weiter über einen Portemonnaie-Diebstahl, über einen Taschendiebstahl, über einen Handtaschendiebstahl. Es geht auch darum, dass man ihnen ganz einfach Bargeld klaut, beim Bezug am Bankomat zum Beispiel, oder wenn sie Post oder die Bank verlöhnt und Bargeld dort bezogen haben. Dort wird es immer heikel. Was sind Hilfeangebote, die sie in Anspruch nehmen können? Hilfsangebote sind an und für sich Beratungsstellen von der Polizei. Es sind Vorträge, die Präventionsstellen von der Polizei halten. Dort zeigt man den Leuten auf, wie sie Bargeld sicher können auf sich tragen, wie sie es mittragen können. Man zeigt ihnen auch auf, dass sie eben das Bargeld, das Notengeld insbesondere, plus der Ausweis, die Kreditkarte, dass sie das separat und nicht im Portemonnaie mit sich tragen und das Portemonnaie vor allem nicht in der Handtasche mittragen. Das Internet ist tatsächlich eine heikle Geschichte. Weil das Internet ist immer so ein bisschen, da bin ich immer alleine in der Regel, wenn ich vor dem PC hocke. Und dort heisst es heute einfach, ich muss ein bisschen misstrauisch sein, keine unbekannten Anhänge öffnen und vor allem keine persönlichen Daten preisgeben. Weil alle diese Sachen könnten gebraucht werden, für irgendeinen Betrug zu machen von der Gegenseite aus. Das Angebot, Hilfsangebot gibt es in diesem Bereich, dass ProSenektuten zum Beispiel PC-Kurse anbietet, wo ich mich darum interessieren kann. Oder wenn mir irgendwie etwas suspekt vorkommt in diesem Bereich, dass ich abbreche. Und vor allem nicht von Anfang kommunizieren mit unbekannten Personen im Netz. Der Seniorenrat ist politisch und konfessionell neutral und setzt sich ein für Personen im dritten Lebensabschnitt. Der Seniorenrat ist im 2004 gegründet worden und hat meistens etwa ein Dutzend Mitarbeiter, die hier mitarbeiten. Dann, das Ziel des Seniorenrats ist, den älteren Leuten zu helfen, dass sie möglichst lang ihr Leben selbstständig gestalten können. Wie tut ihr die Ziele erreichen? Wie tut ihr das anstreben? Das sind durch Projekte, die wir bearbeiten. Und da könnte man erwähnen, von Projekten, die erfolgreich waren, sind zum Beispiel die Dreischeibe. Die ist 2006 vom Seniorenrat gegründet worden. Und das ist eine Organisation, die eine Vermittlungsstelle hat. Denn dort können Leute, also Mitglieder von der Dreischeibe, können dort Hilfe anfordern, dass sie einfache Hilfeleistungen im Bereich von leichter Hausarbeit, Gartenarbeit bis hin zu Fahrdienst oder auch heutzutage aktuell im elektronischen Bereich nicht. Und das, die Hilfestellung wird von freiwilligen Mitarbeitern geleistet, und zwar für ein sehr günstiges Entgelt. Ein weiteres Projekt, das kürzlich aufgebaut worden ist in Zusammenarbeit mit der Stadt Basel und im Wohnungsvermittlungsstelle von Studenten. Das ist das Projekt Wohnen für Hilfe. Dort geht es darum, dass den Studenten gratis Wohnungen offeriert werden können. Und statt dass sie Mietzins zahlen, tun sie eine Stunde pro Monat pro Quadratmeter Wohnfläche Arbeit leisten bei ihrem Gastgeber. Das Projekt ist relativ neu und braucht noch einiges an Überzeugungsarbeit und auch noch Werbung, dass das richtig zum Tragen kommt. Dann auf der Homepage des Seniorenrats hat es auch einen Wegweiser. Das ist eine Fülle von
Adressen, Telefonnummern zu Gebieten wie Sozialdienst bis hin zu Wohnen im Alter. Das ist eigentlich ein lokaler Google, der aber völlig anonym ist, wo man Informationen und Adressen finden kann. Und neuerdings ist auch das Wademekum aufgeschaltet, wo noch etwas tiefer geht, wo einfach Tipps geben wird den Leuten, wie sie und was sie machen müssen, dass sie möglichst lange selbstständig und eigenständig leben können. Wenn etwas die Fasnacht so richtig einläutet, ist es das Wagenfest in Asch. Bierstadt TV ist mit dem Danny den Puls fühlen. Wageninweihung in Asch, ein weiterer Startpunkt der Fasnachtsaktivitäten bei mir, der Flavio. Wo bist du dabei und was ist euer Sujet? Also ich bin bei den Beschränkten dabei. Unser Sujet ist, wir sind Asch. Wir hatten ja diverse Sachen zu Asch, wie zum Beispiel, wo der Durchbruch war unterdurch, mit dem neuen Asch-Anschluss, sage ich mal, von der Autobahn, wo man hinten noch gerade zur Lande durch kann. Und wir haben wirklich einfach mal ein bisschen ein dorfbezogenes Sujet gehabt, wo wir das hier umgesetzt haben. Was geht da genau ab? Wer ist alles aufgetaucht? Wer kommt alles noch? Wie haben wir das gestaltet? Also wir haben diverse Wagenklicken, die ihre Wageninweihung hier feiern. Wir haben das ein bisschen zusammengelegt und ein bisschen zentralisiert, sage ich mal, dass mehrere Wagenklicken wirklich zusammen können ihre Wageninweihung hier mit der Familie und Freunden feiern. Es werden aber auch noch diverse Gucken erwartet. Also mit uns jetzt schon, das sieht nach einer relativ grossen Vorfasnachtsparty aus. Richtig, genau. Am Nachmittag ist es wirklich so, dass die Wageninweihungen stattfinden, wo die Familie und Kinder vor allem kommen können. Und gegen oben dann noch, ab der 7. werden die ersten Gucken auftreten. Und dann werden sie im Halbstunden, Dreiviertelstunden-Takt hier ihren Auftritt haben. Wie war dein Eindruck, wenn du jetzt die anderen Wege gesehen hast? Sind alle bereit? Mit uns sehr. Sie sind alle wirklich sehr bereit. Sie haben sich alle sehr Mühe gegeben, muss ich sagen. Sie haben alle ein Sujet gemacht, das sie können, wirklich toll, was sie toll umgesetzt haben. Und kommt gut, geht eine gute Fasnacht. Die WM 2018, wir haben sie noch nicht vergessen. Auch die Schweizer haben sich wieder dürfen mit der besten Messe. Stattgefunden hat sie diesmal im Land vom Ural. Und die Schweizer, wie immer, Endstation, Achtelfinale. Und an was hat es gelegen? Was war es? Mangels Können oder Pech im Spiel. Anstatt einmal unter den Besten zu sein, schiessen sie gegen die Schweden rein. Wer sind ihr? Wir sind das Gesindel. Und wie alt sind ihr? Wir sind 5 Jahre dieses Jahr. Ein Wahnsinnsgesindel. Und was haben ihr für ein Sujet? Wir haben dieses Jahr ein Sujet Doppeladler. So abgeleitet vom Shakiri und vom Xhaka. Von der WM. Und das ist unser Alphütli. Wie ist so die Sujet-Auswahl zustande gekommen? Ist das ein grosser Feig gewesen, oder wie ist die Idee gekommen vom Sujet? Sujet-Auswahl ist meistens so, dass wir zusammen hocken und jeder wirft irgendetwas in die Runde, bis wir einfach irgendetwas mega lustig finden. Und das war natürlich ganz klar dieses Jahr auf der Doppelader.